Antrag auf Arbeitslosengeld und Notstandshilfe über das IAMS-Konto stellen. Loggen Sie sich hier in Ihr IAMS-Konto ein. Sollten Sie noch kein IAMS-Konto haben, können Sie dieses hier anfordern. Die Zugangsdaten werden Ihnen aus rechtlichen Gründen per Post zugeschickt, das kann einige Tage dauern. Wenn Sie einen Finanz-Online-Zugang haben, dann können Sie sich auch dort für Ihr IAMS-Konto registrieren und direkt mit der Antragstellung beginnen. Sollten Sie keinen umgehenden Zugang zum IAMS-Konto haben, aber bereits ab dem heutigen Datum Geld beim AMS beantragen wollen, kommen Sie bei Ihrer regionalen Geschäftsstelle vorbei, da Sie frühestens ab der Kontaktaufnahme Geld vom AMS erhalten können. Nach dem Einloggen klicken Sie auf der Startseite des IAMS-Kontos auf E-Services und anschließend auf An- und Abmeldungen. Nun sehen Sie eine Liste der Services. Um einen Antrag auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe stellen zu können, müssen Sie beim AMS arbeitslos gemeldet sein. Ist dies noch nicht der Fall, dann klicken Sie auf beim AMS arbeitslos melden. Dazu finden Sie ein gesondertes Erklärvideo auf unserem AMS-Kanal. Anschließend können Sie auch dort Geldleistungen beantragen. Wenn Sie bereits arbeitslos gemeldet sind, klicken Sie auf Geldleistungen beantragen. Wählen Sie unter Formular wählen, neues Formular aus. Sollten Sie während des Erstellens unterbrochen werden, wird Ihr Antrag hier gespeichert und Sie können ihn anschließend an dieser Stelle wieder auswählen. Haben Sie das neue Formular ausgewählt, dann klicken Sie auf Beantragen. Die EDV übernimmt automatisch bereits bekannte Daten aus dem IAMS-Konto. Kontrollieren Sie bitte alle Daten und tragen alle fehlenden Angaben nach. Als Wohnadresse gilt die Adresse auf Ihrem Meldezettel. Sollten Sie an keiner Adresse gemeldet sein, dann geben Sie bitte eine Adresse an, über die Sie postalisch erreichbar sind. Geben Sie bitte auch Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer an. Rückfragen können so leichter erfolgen und Sie müssen nicht für jede Information den Weg zur Geschäftsstelle auf sich nehmen. Die E-Mail-Adresse wird nur zur Kommunikation mit dem AMS und mit registrierten Firmen verwendet. Geben Sie an, ob Sie das Geld vom AMS per Konto oder Post erhalten möchten. Den IBAN finden Sie beispielsweise auf Ihrer Bankomatkarte. Er beginnt mit 2 Buchstaben, bei österreichischen Banken mit AT. Hier geben Sie bitte die Daten Ihrer zuständigen Bankfiliale an. Nun geben Sie bitte an, ab wann Sie Geld vom AMS beantragen, zumeist ist das der erste Tag nach Ende Ihres Dienstverhältnisses. Welche Geldleistung beantragen Sie? Wenn Sie sich arbeitslos gemeldet haben, dann wird es sich um Arbeitslosengeld handeln. Haben Sie gerade Arbeitslosengeld bezogen und ist Ihr Anspruch abgelaufen, beantragen Sie Notstandshilfe. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Sollten Sie nicht alle Daten korrekt eingegeben haben, werden Sie vom System darauf hingewiesen. Am Beginn des Dokuments finden Sie in dem roten Rahmen alle fehlenden oder falschen Angaben. Sie werden nun gefragt, ob Sie für Kinder zu sorgen haben. Haben Sie ja angegeben, werden Sie nun aufgefordert, die persönlichen Daten des Kindes einzutragen. Geben Sie bitte auch die Sozialversicherungsnummer an. Geben Sie an, ob die Kinder im gemeinsamen Haushalt leben oder nicht. Wenn Sie zu deren Unterhalt wesentlich beitragen, können Sie für die Kinder Familienzuschläge erhalten. Haben Sie für weitere Kinder zu sorgen, tragen Sie diese hier ein. Zusätzlich können Sie angeben, ob Sie für Ehe- oder eingetragene Partner, Partnerin oder Lebensgefährte, Lebensgefährtin sorgen. Wenn ja, geben Sie auch hier bitte die Sozialversicherungsnummer des Partners der Partnerin und die persönlichen Daten an, sowie die Information, ob die Person im gemeinsamen Haushalt wohnt und ob die Person ein Einkommen hat. Wenn ja, geben Sie das Bruttoeinkommen an und worum es sich bei dem Einkommen handelt. Am Ende klicken Sie auf Weiter. Haben Sie bereits einmal einen Antrag beim AMS gestellt? Haben Sie gerade irgendein Einkommen, zum Beispiel über eine geringfügige oder selbstständige Tätigkeit oder durch Vermietung? Beziehen Sie eine Pension, Kinderbetreuungsgeld oder Unfallrente? Arbeiten Sie aktuell geringfügig, vollversichert auf selbstständiger Basis oder ähnliches? Geben Sie auch Ja an, wenn Sie bei Ihrem Dienstverhältnis gerade in Karenz sind. Die nächste Frage bezieht sich auf die Vergangenheit. Waren Sie schon einmal selbstständig? Haben Sie einen landwirtschaftlichen Besitz, zum Beispiel eine Wiese, einen Wald oder einen Bauernhof? Egal, ob Sie die Landwirtschaft besitzen oder diese gepachtet oder weiterverpachtet ist. Wählen Sie das Zutreffende aus. Machen Sie aktuell eine Ausbildung? Dazu zählt Schule, Studium, aber auch kurze Weiterbildungskurse oder Praktika.
Wenn ja, kreuzen Sie bitte an, ob die Ausbildung über das AMS gebucht wurde oder es sich um eine andere Ausbildung handelt. Bei Ausbildungen unabhängig vom AMS kreuzen Sie den Kursträger an und schreiben Sie Ort und Name der Schulungsinstitution auf. Außerdem tragen Sie Ihren wöchentlichen Zeitaufwand für die Ausbildung, den Beginn und das geplante Ende ein. Sind Sie zum Zeitpunkt der Antragstellung im Krankenstand oder beziehen Sie aktuell Wochenhilfe vor bzw. nach der Geburt Ihres Kindes? Haben Sie bei einer Pensionsstelle im Inland oder auch Ausland einen Antrag auf baldige Pension eingereicht? Wenn ja, welche Pension haben Sie beantragt? Wählen Sie auch den Status Ihres Pensionsantrages aus, zuerkannt, abgelehnt und so weiter. Haben Sie Beendigungsansprüche? Wenn Sie bis vor kurzem in einem Dienstverhältnis gestanden sind, kann es sein, dass Sie Anspruch auf Urlaubsersatzleistung oder Kündigungsentschädigung haben. Zum Beispiel, wenn noch Urlaubstage offen waren. Kreuzen Sie an, welcher Punkt auf Ihre Situation zutrifft. Geben Sie bitte sonstige wichtige Zeiten, wie Dienstverhältnisse oder Arbeitslosengeldbezug im Ausland, Ausbildungen, Haft und so weiter bekannt. Nachdem Sie ja ausgewählt haben, können Sie neue Einträge hinzufügen. Geben Sie jeweils an, von wann bis wann Sie dort waren, was Sie dort gemacht haben, den Namen des Unternehmens und das Land. Auf Seite 5 laden Sie bitte einen Scan oder ein Foto Ihres Reisepasses, Personalausweises oder Staatsbürgerschaftsnachweises hoch und wählen Sie es dem Anhang beigelegt aus. Ansonsten reichen Sie diese Unterlagen nach, dafür müssen Sie ein Datum festlegen, bis zu dem Sie den Identitätsnachweis nachreichen. Sie haben hier auch die Möglichkeit, weitere für die Antragstellung relevante Unterlagen hochzuladen, zum Beispiel Unterhaltszahlungen, Pensionsbeantragung, aktuelle Ausbildung oder landwirtschaftlichen Besitz. Fehlende Dokumente führen zu Verzögerungen Ihrer Antragsberechnung. Sollte das AMS Ihre Unterlagen bereits haben, wählen Sie bereits vorgelegt. Auf Seite 6 werden Sie informiert, wann Sie spätestens persönlich zum AMS kommen müssen, damit Ihr Antrag gültig ist. Lesen Sie die Verpflichtungserklärung genau durch. Sie werden über Ihre Pflichten und zum Datenschutz informiert. Ihre Angaben sind bei uns sicher, wir achten in besonderem Maße auf die Grundsätze zur Verarbeitung personenbezogener Daten. Bestätigen Sie jeweils mit einem Haken, dass Sie die Informationen und Vorgaben zur Kenntnis genommen haben und einverstanden sind. Auf der letzten Seite können Sie Ihre Angaben noch einmal kontrollieren. Durch Klicken auf Bearbeiten können Sie Ihre Daten verändern. Wenn alle Angaben richtig und vollständig sind, klicken Sie auf Senden. Im Nachrichtenausgang sehen Sie Ihre gesendeten Daten. Anforderungen zu fehlenden Unterlagen bezüglich Ihres Antrages und mögliche Termineinladungen erhalten Sie über Ihr IAMS-Konto. Kontrollieren Sie bitte regelmäßig den Posteingang Ihres IAMS-Kontos.